Wir machen ja auch immer so Themenprogramme. Jedes Semester hat ein Thema und da sind auch immer wieder verschiedene Leute angesprochen, die mit dem Thema was zu tun haben. Ja, es ist eigentlich nicht nur die reine Kunst, sondern es geht wirklich um ganz aktuelle Fragen der Zeit. Und Leute, die da mitdiskutieren wollen, die kommen hin und das ist immer ganz eine gespannte, ganz eine knisternde Atmosphäre und das mögen wir schon sehr. Ja. Kunst ist auf jeden Fall eine der, für uns zumindest, eine der wichtigen Möglichkeiten, die Welt zu sehen, die Welt zu interpretieren und die Welt zu gestalten. Und also Kritik ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir sind nicht darauf ausgerichtet, besonders schöne oder besonders erbauliche künstlerische Projekte zu zeigen, sondern wir verstehen eigentlich die künstlerischen Interventionen als Auslöser von Diskussionsprozessen und von auch einer gewissen Streitkultur möglicherweise, die auch darauf beruht, dass wir ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr ausdifferenziertes oder heterogenes Publikum haben. Jeder, der da reinkommt, jeder und jede, die da reinkommen, die fühlen sich wohl. Ja? Die sind ein Teil von dieser Situation und die ist sehr konzentriert. Eine gute Form der Auseinandersetzung, wie ich es eigentlich in anderen Situationen nicht so sehr spüre, dass es einfach nicht so ein großes Angebot gibt in Kärnten und in Klagenfurt. Und deswegen ist es schon ziemlich einmalig. Es gibt natürlich Kunstinstitutionen, aber die haben natürlich die Möglichkeit, dass sie viele Räume haben, dass sie viele Kunstwerke zeigen können. Und wir haben 120 Quadratmeter und wir müssen schauen, dass wir auf 120 Quadratmetern ganz komplexe Situationen darstellen. Und der Kunstraum Legzeit, der zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er an einer Art von Schnittstelle angesiedelt ist zwischen dem sozusagen dem Ort der Wirtschaft und der Technologie, also dem Lakeside Park, in dem er lokalisiert ist, und der Universität, die sich nebenan befindet. Und es gibt ja auch sozusagen von vornherein Kooperationen zwischen der Universität und der Forschung und der Entwicklung im Lakeside Park selbst. Das heißt, wir haben eigentlich etwas aufgegriffen, was von der Struktur her in gewisser Weise auch schon da war. Also die Kooperation von Wirtschaft und Wissensproduktion, könnte man sagen.